Vicky, nachdem Sie uns schon so nett aufgefordert haben, uns direkt nochmal zu melden, komme ich dem noch gerne nach. Ich verstehe diese Logik einfach nicht. Wieso wir dadurch, dass wir Maßnahmen gegen Klimaschutzrat und ja tatsächlich in Bezug auf den Bodenschutz ein Jahr lang auch in Themenwerkstätten beraten wurden, beschlossen wurden, und für diejenigen, die immer wieder sagen, der Klimaschutzrat besteht aus Aktivistinnen, also da sind Leute vom Fraunhofer-Institut drin, da sind Leute von den Gewerkschaften drin, da sind Leute von der Uni drin, da sind viele Leute aus der Verwaltung, dem sie ja auch den Auftrag quasi jetzt wieder geben, die dort bereits in Arbeitsgruppen Maßnahmen entwickelt haben. Es gibt eine Klimaschutzstrategie, die die Stadt Kassel ja eigentlich als Leitlinie angenommen hat, die im Februar beschlossen wurde. Da ist auch eine ganze Seite drin, wo es darum geht, um die Stadtentwicklung und um die Nachverdichtung und um Festlegung einer verbindlichen Obergrenze der Flächen neu in Anspruch nahm. Das haben Sie ja beschlossen. Wir haben halt diese verbindliche Obergrenze bisher noch nicht gesehen. Und der Klimaschutzrat hat, denke ich, nicht umsonst danach nochmal nachgelegt mit diesem konkreteren Ziel der Netto-Null-Flächenversiegelung und dort hinzukommen. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, das zu diskutieren. Ihren ausgegorenen Antrag, der vor allem darin besteht, der Verwaltung zu sagen, bitte prüfen Sie nochmal diese Maßnahmen, mehr steht ja in den Anträgen nicht drin. Also es gibt eine Ergänzung bei dem Wohnraum, wo es heißt, nochmal abgleichen mit dem Wohnraumversorgungskonzept. Dazu hatte ich vorher schon was gesagt, weil es ist ja genau ein Beispiel, wo es eben darum geht, nicht nur rein quasi aus der Klimasicht, sondern wirklich es in Verbindung mit dem Sozialen zu sehen, nämlich wie wir dorthin kommen, Wohnfläche anders zu verteilen. Und natürlich können wir nicht festlegen, wie viel Quadratmeter irgendjemand hat. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um das Ziel, dass wir nicht, dass die Ungleichverteilung der Wohnflächen, dass man dem Einhalt gebietet. Und das hat als Konsequenz natürlich, dass man weniger Einfamilienhäuser, wo in der Regel die Wohnfläche pro Person sehr viel größer ist, dass die zurücksteht gegenüber anderen Wohnbebauungen, wo eben viele wohnen können, weil wir haben halt gleichzeitig die Situation, wenn eine auf ganz großen Wohnflächen wohnen und andere mit 4 Personen auf 60 Quadratmetern, und das ist kein anderer Wohnraum. Und gerade in diesem Bezug auch auf den Leerstand sind ja ganz viele soziale Maßnahmen drauf drin. Also wieso wir dadurch den Klimaschutzrat delegitimieren würden, dass wir seine Maßnahmen ernst nehmen, dass wir die hier in die Diskussion bringen und damit darauf reagieren, dass ja immer die Kritik ist, dass sich zu wenige Beschlüsse fassen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und vorher wurde irgendwie von konstruktiver Oppositionspolitik gesprochen. Ich sehe hier die konstruktive Regierungspolitik nicht, gerade im Umgang mit diesen Maßnahmen, dass sie einfach nur sagen, prüfen Sie jetzt mal weiter und dann hören wir vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren, was dazwischen wird, nochmal berichtet, was schon gemacht wurde. Kann man da vielleicht auch mal im Klimaschutzrat besprechen, wie es dort so wahrgenommen wird.